Die Cranberries sind zurück, wenn auch, wie es derzeit aussieht, zum letzten Mal. Das letzte Album der Band, deren Sängerin Dolores O'Riordan im vergangenen Jahr gestorben war, heißt denn auch In the End. Es feiert die Sängerin mit Stücken, die sie zuletzt auf Demo-Tapes verewigt hatte. Unfertig, roh und gerade deshalb ein Vermächtnis. Als Dolores die Demo-Tapes aufgenommen hat, hat sie immer ein bisschen mehr gegeben. Diese Stücke haben sie sehr bewegt. Viele handeln von einem Abschnitt ihres Lebens, der sehr schwierig war. Sie wollte das loswerden, niederschreiben und schließlich hinter sich lassen. Auf einer Festplatte aus New York kamen die Vocals, die ihre Bandkollegen dann zu den finalen Stücken zusammenbastelten. Für die Bandmitglieder war das letzte Album eine Herausforderung. Ob sanft, ob kräftig, den Ton gab diesmal nur die Sängerin an. Die restlichen Musiker mussten sich danach richten, was vorhanden war. Das Wichtigste für sie ist wohl, dass ihre Lieder weiterleben. Das waren ihre Babys, so hat sie selbst bezeichnet. Hoffentlich werden diese Stücke noch lange weiter existieren, wenn wir schon nicht mehr auf diesem Planeten sind. Immerhin 11 Titel haben die Cranberries unter diesen ungewöhnlichen Umständen auf das Album gebracht. Darunter auch eines mit dem Titel All Over Now. Alles ist vorbei.